Du hast eine Melodie im Kopf, die ein Synthesizer in deinem Song spielen könnte, aber du kannst leider kein Instrument spielen. Ich zeige dir heute den Trick, wie du aus deiner Stimme einfach ein MIDI-Instrument machen kannst. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's mit dem Adventskalender. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2019. Und das Schöne an unseren modernen DAWs ist ja, dass man heutzutage kein Instrument mehr spielen muss, um einen fetten Track zusammenzuklicken. Aber hin und wieder kommt man mal an die Stelle, wo man denkt, ich habe da so eine Melodie im Kopf, aber ich finde einfach keinen Loop, der genau das liefert, was ich brauche. Ich hätte gerne einen Synthesizer, der genau das spielt, was ich ihm sage. Blöd, wenn man dann kein Instrument spielen kann. Natürlich kann man sich das hier im MIDI-Editor in der DAW zusammenklicken, aber schöner wäre es doch und vor allem intuitiver, wenn man es einfach einsingen könnte und dann kann man sagen, hier, mach da mal ein Instrument raus und dann klingt das auch genauso, wie man das haben möchte. Im Prinzip ist es auch möglich und wir schauen uns das heute mal am Beispiel von Logic Pro X an, aber das Prinzip ist übertragbar, funktioniert also in jeder anderen DAW auch, vor allem in DAWs, wo Melodyne drin ist. Und falls du dich dafür interessierst, dass ich das nochmal separat zeige, dann schreib mir gerne Melodyne unten in die Kommentare, dann mache ich da nochmal ein separates Video zu. Aber weil es vom Prinzip her ähnlich ist, gucken wir es uns heute einfach mal in Logic an. Ich habe hier diesen Track hier gerade fertig gemacht, ein kleines Demo-Pattern. Und an dem Beispiel möchte ich jetzt mal zeigen, wie wir da aus einer Stimmaufnahme einen Streicher rausmachen. Wir hören erstmal rein, wie es im Moment klingt. Das ist so. Ja, ein ganz normaler Basistrack, den ich erstmal eingespielt habe, der vielleicht mal eine Basis für einen Song werden könnte. Und da soll jetzt ein Streicher rein. Und ich habe dazu schon eine Melodie aufgenommen. Die habe ich jetzt nicht besonders filigran eingesungen, sondern habe einfach dafür gesorgt, dass ich ungefähr die Töne treffe und ungefähr an die Stelle singe, wo der Ton auch hingehört. Also wirklich kein Meisterwerk, aber das klingt im Moment so. Und diese Melodie soll jetzt übersetzt werden in einen Streicher. Da möchte ich einen Streicher ausmachen. Das Hilfsmittel der Wahl hier in Logic und dann wahrscheinlich auch in deiner DAW ist das Flex-Tool. Bei dir wird es vielleicht anders heißen, aber es wird ähnlich funktionieren. Wenn wir da mal auf den Track hier doppelt draufklicken, dann komme ich in den Audio-Editor und kann hier das Flex-Tool aktivieren und da vor allem die Funktion Flex-Pitch. Das heißt, in deiner DAW sollte es auch ein Tool sein, wo man dann die Tonhöhen bearbeiten kann. Und wenn ich hier mal draufklicke, obwohl hier schon der Haken gesetzt ist, dann analysiert Logic ganz einfach das, was ich hier eingesungen habe. Wie du hier schon sehen kannst, habe ich jetzt nicht jede Note getroffen, aber man kann das ja alles schön gerade ziehen hier erstmal. Das machen wir erstmal, indem wir alle Noten, die er jetzt hier identifiziert hat, markieren. Und zwar mit Kommando A kann ich einfach alle Noten hier markieren. Das ist ein Kommando, was eigentlich systemweit überall funktioniert. Im Apple Kommando A und beim PC normalerweise Steuerung A. Da markierst du alles, was gerade da vorhanden ist. In diesem Fall jetzt mal alle Noten, die er identifiziert hat. Und jetzt kann ich hier links mit der Pitch-Korrektur einfach alles auf 100% ziehen und zack, macht er dann alle Noten erstmal gerade. Schon mal gut. Jetzt habe ich noch ein kleines bisschen Vibrato drin gehabt. Ich möchte aber, dass alle Varianzen raus sind aus den Noten. Deswegen kann ich hier nochmal in die Einzelnoten einsteigen. Wie gesagt, alle sind noch markiert und kann hier mit diesem kleinen Knopf hier in der Mitte, kann ich das Vibrato rausziehen auf 0. Und da siehst du, dass alle Noten jetzt wirklich voll glatt geworden. Machen wir wirklich auf 0, ne? So, zack. Dass wirklich alle Noten komplett glatt gebügelt sind und das Ganze klingt dann in Solo so. Da. Fast schon wie so ein Autotune. Ne? Kann man also auch in der DAW normal nachbearbeiten. Hier in Logic mit Flex Pitch zum Beispiel. Und bei Cubase gibt es, glaube ich, auch ein sehr ausgewachsenes Tool, soweit ich mich erinnere. Und in Studio One muss man es mit Hilfe von Melodyne machen. Deswegen gerade der Hinweis schon mal auf Melodyne. Also, wir haben alle Noten gerade gezogen, haben alles aufs Raster gezogen und so weiter und können jetzt den eigentlichen Trick machen. Denn in Logic ist es sehr einfach. Du gehst einfach hier links auf der linken Seite hier von deinem Editor auf Bearbeiten. Und wenn du ganz runter gehst, findest du den Punkt MIDI-Spur aus Flex Pitch da. Daten erzeugen. Wenn du da drauf klickst, dann erzeugt er, Moment, nochmal, wenn du da drauf klickst, dann erzeugt er einfach eine neue Spur hier, die heißt Instrument und die benennen wir mal direkt um. Instrument 2 soll dann Streicher heißen und er lädt auch direkt einen Synthesizer rein. Was wir aber vorher noch eben machen müssen, wir können ja mal kurz reinhören hier, ne? Da will ich ja nicht länger auf die Folter spannen als nötig.
So, das ist so ein Basis-Synthesizer, auf jeden Fall schon mit so einem Sägezahnton. Ich würde vorher noch, bevor wir jetzt weitermachen, noch eben die Velocity, also die Anschlagsstärke von den einzelnen Noten noch bearbeiten. Dazu markiere ich nochmal mit Kommando A alle Noten und kann hier auf der linken Seite unten nochmal im Bearbeitungsfenster von diesem MIDI-Bearbeitungsfenster jetzt hier die Velocity einstellen. Die würde er jetzt hier relativ bei allen Noten gleich anheben. Wenn ich hier aus dieser 5, also die hier gerade steht, jetzt hier anhebe und 20 drauf mache, dann würde er bei allen Noten, würde er 20 Velocity-Anschläge, Anschlagswerte oben drauf legen. Dadurch sind aber nicht alle Notenwerte gleich im Anschlag. Ich möchte aber, dass alle Notenwerte gleich sind. Und vielleicht hilft dir dieser Trick auch mal bei anderen Sachen irgendwie. Wenn du die Tastenkombination Alt und Shift hältst und dann nochmal Velocity betätigst, stellt er automatisch für alle Noten den gleichen Velocity-Wert ein. Also nicht relativ, sondern dann für alle Noten gleich. Also einfach Alt und Shift halten, also Shift ist die Hochstelltaste, und dann nochmal den Velocity-Wert einstellen und dann kannst du alle Notenwerte, alle Anschlagsstärken gleich einstellen für alle Noten gleich. Funktioniert übrigens auch im Event-Manager hier in Logic. So, jetzt haben wir also bei allen hier die gleiche Anschlagsstärke eingestellt, haben alle Notenwerte eingestellt und müssen jetzt eigentlich nur noch hier das Instrument austauschen, ne? Der Streicher das aktiviert und ich möchte mal die Kontakt-Library hier reinladen, die ich habe. Also laden wir mal von Native Instruments den Kontakt hier rein. Du kannst natürlich auch jedes andere Instrument hier reinladen, aber ich nehme jetzt mal den Kontakt als Sample Player und möchte da einen Streicher auswählen. Machen wir mal, ich gehe mal in meine Library hier rein, da ist eine ganze Menge zu suchen. Browse hier bei den SOS Strings, eine etwas ältere Library, die ich habe, die klingt aber sehr gut, und mache mal hier das 50-Piece-Set und schon sollten wir jetzt einen Streicher hören. Sehr schön. Ne, macht genau das, was ich gesungen habe. Und jetzt möchte ich aber noch, dass der noch zwei Oktaven höher spielt. Also markiere ich einfach, sind ja noch alle Noten markiert, genau, nochmal alle markieren und ziehe die einfach. Habe ich jetzt? Ne, da. 24 Töne hochgezogen und jetzt spielt er wirklich in der Tonart. Ich hätte ich auch an anderer Stelle einstellen können, aber ich ziehe die Notenwerte jetzt hier einfach mal hoch. Ne? Und zack, wenn ich das Solo ausmache und vor allem meine gesummte Melodie ausmache, dann klingt es jetzt mit dem neuen Streicher so. Wunderbar. Aus einer Stimme ein MIDI-Instrument gemacht mit einfachsten Mitteln, hat mich nicht einen Cent gekostet. Wie gesagt, wenn du dich dafür interessierst, wie es in anderen DAWs mit Hilfe von Melodyne funktioniert, dann schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Falls dir dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste. Mach's gut und Yassou!